Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Stranded Deep, und es ist nicht irgendeine Folge, nein, es ist Folge 99. Und was hat es damit auf sich? Ja, ich habe es in der letzten Folge schon angekündigt und werde es jetzt auch gleich nochmal wieder tun. Folge 100 Special und so, ne? Wir wollen live zocken, also ich mit dir und vielleicht noch zwei, drei anderen, wenn sie denn auch Bock haben, wollen live zusammen Stranded Deep zocken, und das Ganze findet hier auf YouTube statt. Und damit ihr es nicht verpasst, dann schaut doch einfach vorbei auf meinem Instagram-Account, wie auch immer, Kanal, Bolle Live TV, Link unten in der Box. Weißt du Bescheid? Da passiert eigentlich nicht viel auf diesem Instagram-Account, außer dass ich hin und wieder mal ankündigen tue, wenn ich wieder irgendwie irgendwas mache. So, wie das zum Beispiel. Fände ich sehr, sehr cool, wenn der ein oder andere von euch da Bock hätte. Richtet sich natürlich an alle, auch an die Neuen, aber auch vor allem an die Hardcore-Stranded-Deep-Fans, die von Anfang an mit dabei waren und hier quasi wahre Leidensgenossen sind. Ich dachte, wer hier 100 Folgen durchgehalten hat, der fände das vielleicht ganz cool, auch mal live mit dabei zu sein. Ja, wahrscheinlich wird der Termin nicht bei allen gehen, das ist mir schon klar. Ich hoffe, dass ich Zeit habe. Wäre ein bisschen blöd, wenn ich keine Zeit hätte. Oh, da ist er. Oh, da sind zwei sind da. Okay, komm her. Das ist die große Frage, sind auch Schlangen hier auf der Insel? Oh, das war easy. Easy. GG. Good game. Good game. Komm, Krabbe. Essensprobleme dürften wir eigentlich echt nicht haben, ne? Warte mal, bevor ich so viel erzähle, laufen wir das hier nochmal ab. Gucken an der Schlange. Also wie gesagt, ich werde es dann ankündigen. Ich weiß nicht, ob wir Folge 100 schaffen, weil das wäre ja dann quasi die nächste. Und das ist ein bisschen abhängig davon, wie mir das in die Zeitplanung passt. Weil ich sage euch ganz ehrlich, wenn es jetzt nicht irgendwie in den nächsten ein, zwei Wochen klappt, dann werde ich trotzdem versuchen, nochmal ein, zwei Völkchen für euch zu produzieren, dass ihr was zum Schauen habt. Und dann holen wir das Folge 100 Special halt einfach nach. Aber 100 Folgen Stranded Deep, ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass aus diesem Projekt 100 Folgen werden. Echt nicht. Genau genommen sind es dann sogar 110, weil wir haben ja die 10 Folgen der kleinen versteckten ersten Staffel, die ich gar nicht so richtig als erste Staffel deklariert habe. Aber ja, vielen Dank an der Stelle. 100 Folgen, Mensch, ihr seid spitze. Spitze Mitze. Und ja, ganz witzig. Und für alle, die es halt dann leider nicht schaffen, dabei zu sein, wird es natürlich auch die Möglichkeit geben, das im Nachhinein sich anzugucken. Wo fangen wir an? Hier? Ich werfe nochmal das Bett hier ab und speichere nochmal kurz vorher. Es soll tatsächlich schon mal vorgekommen sein, dass jemand nicht gespeichert hat und dann gestorben ist. Solche Dinge passieren. So, bin ich ja mal gespannt, wie es hier aussieht. Oh, hier ist noch eine Kiste. Das sieht doch schon mal gut aus. Motorteil. Kiste nehmen wir auf jeden Fall mit. Jetzt sind wir auch schon fast voll wieder. Da unten haben wir Fässer, um unser Floß zu erweitern. Oh, schön. Warte mal, wir tun mal kurz die andere daneben. Und dann vergleichen wir mal. Jo, das kann raus. Das können wir hier noch mit reinmachen. Blech ist immer sehr cool. Das kann raus. Das tun wir hier rein, weil ganz ehrlich, Motorteile haben wir genug. So. Motorteile haben wir genug. Fischspeer brauchen wir auch nicht. Brauchen wir alles nicht, ne? So, das, was wir brauchen, finden wir hoffentlich dann unten noch. So, zack, zack. Jetzt bin ich aber überfüllt. Jetzt muss ich eigentlich erstmal wieder zurück. Ist hier oben noch was? Nee. Hopp, komm. Kommst du hier nicht raus, oder was? Du kommst hier nicht raus. Ja, ist immer ärgerlich, ne? Wenn man die falschen Schuhe anhat und nicht aus dem Club kommt. Türstern einfach nicht rauslassen will. Dü. Okay, keine Club-Witze zur aktuellen Zeit. Könnte zu Frustration führen beim einen oder anderen. Kann ich nachvollziehen.
aber insbesondere bei dem ein oder anderen Clubbesitzer führt es zu Frustration. Was habe ich heute gelesen? Dass irgendwie wohl 75% aller Clubs voraussichtlich schließen müssen. War ein bisschen reißerisch, der Titel. Ich kann mir schon gut vorstellen. Ich meine, die konnten ja überhaupt nicht irgendwie mal ein bisschen Einnahmen generieren. Ah, schon scheiße, schon scheiße. Ach je, wie, hier ist nix? Hier ist nix. Was soll denn das? Du. Können dann ja einen Lockdown-Stream machen. Wahrscheinlich, bis ich soweit bin und wir dann diesen Livestream machen. Ist wahrscheinlich auch in Deutsch. Oh. Heidewitzka. Heidewitzka, der heißt Dewitzka. Den nennen wir um. Dewitzka. Das ist eine gute Idee. Wir nennen den Heidewitzka. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Heidewitzka gesagt habe. Aber das ist auf jeden Fall der Hai namens Dewitzka. Gut, der Witz ist auch nicht so lustig. Der ist nicht da. Wer ist nicht da? Na, der Witz da. Heidewitzka. Ja gut, okay. Ich hör schon auf. Komm. Wisst ihr, was noch nicht da ist? Lucanisteur. Oh, auf den Call direkt. Ist das nice. Und jetzt hier gleich noch einer. Das wäre es gewesen, ne? Jetzt fehlt eigentlich nur noch Tape. Freunde, wie geil ist das denn? Wir haben unseren Kanister. Jetzt brauchen wir nur noch eine Kartoffel hier auf der Insel. Und das dürfen wir hinkriegen, oder? Ist hier oben noch eine Kiste? Hup. Ja, ein Holz. Holz nehmen wir auch mit. Jo. So. Ne, hier kann man nicht unten rein. Schnell weg vom Hai, sagt die Uhr. Hup. Oh, schon gut. Ja, nice. Wir haben Kanister, Mensch. Das ist ja richtig cool. Das ist ja richtig cool. Schnell speichern. Du. Zack. Das finde ich schön. Können wir hier reintun. Kanister. Und was haben wir unten noch? Können wir das mit reinmachen? Ja, mega entspannt, oder? Was sagt er? Und ich sag, eine Woche wach. Bin ich nämlich gleich. Wenn, also jeder normale Mensch trinkt ein Energy und, keine Ahnung, zockt eine Stunde und geht am Pennen. Bolle trinkt ein Energy am Nachmittag und ist absolut hyperaktiv und kann bis 2 Uhr nachts nicht pennen. Das ist der Unterschied. So, Freunde, wir brauchen eine Kartoffel. Haltet mal die Augen auf jetzt hier. Mal Konzentration, bitte. Braucht mal eure Hilfe. Ich finde die doch nicht. Ich weiß doch auch nicht, wie die aussieht, eine Kartoffel. Doch, ich habe dieses Jahr das erste Mal selber Kartoffeln gepflanzt und ich kann euch sagen, man erkennt sie. Also die hängen ja nicht so draußen dran, wie es glaube ich hier der Fall ist. Ne? Hier werden die so grafisch, hängen die quasi in der Luft. Und das ist nicht so, beziehungsweise sollte nicht so sein, weil dann sind sie ja grün. Die sollten optimalerweise in der Erde sein. Wie oft bin ich jetzt hier schon lang gegangen? 100 Mal oder 300 Mal? Ich glaube, wir haben hier kein Glück, kein Kartoffelglück. Aber Wellblechglück haben wir, zumindest eins. Und Holz nehmen wir auch mit. Steine auch. Wir looten jetzt nochmal alles ab hier. Stein. Pippi ist auch da. Wir haben schon ganz schön viel Pippi, ne? Ganz schön lange aufgehalten. Ein ganz großes Pippi haben wir schon zusammen. Hier ist auch nochmal Holz. Oh, hier und Tape. Und wir haben keinen Platz mehr, ne? Ja, pass auf, dann machen wir vielleicht mal den hier. Brauchen wir ja eh früher oder später wieder. Ohne Bandage, es könnte gar nicht mal verkehrt sein, eine zu machen. Na, jetzt aus dreien können wir auch keins mehr machen. Oder wir ernten noch eins. Was können wir machen hier? Hallo? Ist hier keins doch hier?
So. Ach, die nimmt jetzt den ganzen Platz weg. Ist natürlich wieder hervorragend gelöst hier das Problem. Wo war denn was? Ich habe keine Ahnung. Steine waren irgendwo hier hinten. Beschriftung stimmt ja auch schon wieder nicht mehr. Wellblech war irgendwo hier. Hallo? Hallo, hallo? Storf und Schnaps, Seil. Hier kommen unsere Seile rein. Holz, Holz, Holz. Holz, Pflanzen, super Megapreis. Was ist das denn? Was ist denn der super Megapreis? Steam Key? Key. Wo ist denn der? Der Umbenenner. Da ist der Umbenenner. Der Gerät. Das hier wird jetzt unsere... Ich muss mal kurz umgreifen ums Mikrofon hier rum. Können wir ein bisschen ASMR machen hier. Und wie ist das so? Cool, ne? Vor allem, weil ich nicht Stereo aufnehme. Das ist noch viel cooler. So, wie nennen wir das Ganze jetzt? Wellblech. Nee, nur Blech. Blech. So. Und was kommt da rein? Na, das Blech. So, und wieso haben wir das Seil noch hier und nicht mehr hier? Muss doch noch passen. Wird schon wieder Nacht. Jetzt kann man zählen. Dann würde ich sagen, ernten wir hier nochmal schnell ab. Eigentlich, nee, wir haben hier noch nicht alles. Wir brauchen noch eine Kartoffel. Aber theoretisch könnten wir dann schon wieder zurück. Sollten vielleicht noch Holz mitnehmen. Warte, wir gehen nochmal hier gucken. Nochmal Looky-Looky machen. Oh ja, das ist schön. Und hier, wo wir schon mal da sind, auch nochmal Looky-Looky. Was sagt die Uhr? Ja. Oh oh. Was ist das denn? Komisches Wrack, ist umgekippt. Ich sehe nichts. Oh, ich mag das nicht, ich will hier weg. Ne, kein Bock, gar kein Bock. Boah. Ne, nicht, wenn ich eh schon Herzklopfen habe. Das kann ich mir jetzt nicht antun. Und dir, Bob, übrigens auch nicht, ne? Das wollen wir nicht machen. Was ist das denn eigentlich für eine Mini-Insel hier? Der Vorhof der Insel hier. Ist da noch was Cooles? Ein Stein. Ja, Stein kann man ruhig mitnehmen. Ein Stein schadet ja nicht. Oh, hier noch ein Blech. Blech zu Blech, ne? Zack. Was haben wir sonst noch hier? Nix. Ein paar Nixen. Was sind denn Nixen eigentlich nochmal? Ist nicht sowas wie eine Meerjungfrau? Keine Ahnung. Ich hab überhaupt keine Ahnung. Warte, ich muss das kurz googeln. Ah, ich komme nicht raus aus dem Bildschirm. Jetzt. Ja, da sind wir schon wieder. Und ich habe die Lösung. Ich lag gar nicht so falsch. Die Nixe, beziehungsweise der Nix. Was bist du? Hey, du bist Nix. Wenn jemand zu dir sagt, du bist Nix, dann bist du eigentlich was. Nämlich was? Ein Wassergeist. Der Nix oder die Nixe sind weibliche oder männliche Wassergeister. Ich will schlafen, muss ins Bett. Ist mir zu duster hier. Schlafen. Also der Nix, warte mal, ich lese mal vor. Die Nixe bzw. der Nix ist eine im deutschen Sprachraum weit verbreitete Bezeichnung für einen weiblichen bzw. männlichen Wassergeist. Das Wort ist in der althochdeutschen Form Nihus, Nikus, seit dem Ende des 10. Jahrhunderts belegt und hat Parallelen in vielen anderen germanischen Sprachen. Ja, und jetzt die große Frage, was ist Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen einem... Hä, wieso ist es nicht hell? So, weil es zu früh war, ne? Sind wir wieder zu früh schlafen gegangen. Ich hätte gern ein paar Snacks. Wo
Wo ist unsere Snackkiste? Auf Boot, ne? Was ist der Unterschied zwischen einer Nixe bzw. einem Nix und einer Meerjungfrau bzw. einem Meerjungmann? Und was ist eigentlich, wenn die Meerjungfrau älter wird? Ist sie dann eine Meeraltfrau? Upsala. Da ist mir was. Sorry für diese Ungehobeltheit. Pass auf, wir machen mal eine kleine Lesung, eine lyrische Lesung. Also, weibliche Fabelwesen, deren Körper halb Fisch, halb Mensch sind, werden als Meerjungfrauen bezeichnet. Viele verwechseln Meerjungfrauen mit Sirenen oder Nixen. Nee, nix da. Mit Sirenen? Ich verwechsel doch keine Meerjungfrau mit einer Sirene. Sirene ist auf dem Dach der Feuerwehr und macht groß Alarm. Oder macht auch gar keinen Alarm, wenn großer irgendwie Deutschland-Bundeswarntag ist. Keine einzige Sirene angeht. Das ist ein anderes Thema. Da die Äußerlichkeiten gleich beschrieben werden. So, jetzt kommt's aber. Im Gegensatz zu Sirenen und Nixen ist die Meerjungfrau aber eine hilflose Gestalt. So, warum wird jetzt hier nicht von Meerjungmann gesprochen? Gibt's das nicht, den Meerjungmann? Ist der Meerjungmann auch eine hilflose Gestalt? Oder ist der Meerjungmann eine nicht hilflose Gestalt? Ganz schön sexistisch, dieser Wikipedia-Artikel. Finde ich nicht in Ordnung. Wir müssen Sachen sammeln. Aber ich will's eigentlich wissen, was eine Sirene ist. Aber ich kann jetzt ja nicht hier in die ganze Folge nur vorlesen. Das ist ja auch ein bisschen belastend, ne? Ach, natürlich kann ich das. So, Moment. Sirenen. Siri, nein, nicht Siri. Singapur? Nee, auch nicht. Land in Asien, aha. Wieder was dazugelernt. Sirenen. Sirenen. Mythologie. Das ist richtig. Ich habe noch nie von gehört. Bin wahrscheinlich wieder der Einzige, der von nie gehört hat. Eine Sirene ist in der griechischen Mythologie ein meist weibliches, in Darstellung bisweilen bärtiges Fabelwesen. Aha. Das durch seinen betörenden Gesang die vorbeifahrenden Schiffe anlockt, um sie zu töten. Ach, deswegen Sirenen. Ja doch, davon habe ich aber schon mal gehört. Das ist nicht ganz so unbekannt jetzt mir gewesen. Naja. Nicht so ganz meine Welt. Ich hatte mal eine Sirene als Wecker. Die hat mich auf jeden Fall wach gemacht. Wir sind immer noch auf Kartoffelsuche, aber ich glaube, auch wenn wir hier noch 100 Mal durchlaufen, werden wir keine Kartoffel finden. Ich finde es irgendwie komisch, die Vorstellung, dass es hier keine Kartoffel gibt. Ich habe eher das Gefühl, dass ich die Kartoffel einfach 10 Mal schon übersehen habe. Naja, müssen wir die Kartoffel wahrscheinlich woanders herholen. Aber ganz ehrlich, eigentlich dürfte es doch kein Problem sein, an eine Kartoffel zu kommen. Wir haben den Kanister und das ist jetzt, auch wenn wir immer noch zu wenig Kanister haben, jetzt haben wir insgesamt 3 und aktuell zur Verfügung stehen 2. Und das heißt, wir können schon mal Sprit produzieren, aber wir können halt nicht wirklich viel im Voraus produzieren, das ist das Problem. Ja, wäre es besser, wenn wir schon mal so 5, 6 Kanister hätten, dass wir halt auch ein bisschen weiter fahren können, ne? Oder wir müssen halt mit dem Floß fahren, geht ja auch. Wo hatten wir denn die Blätter? Auch hier irgendwo, ne? Beim Seil, ja. Steine. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie zu wenig Steine hätten, aber trotzdem. Was du hast, hast du, ne? Eigentlich müssen wir ein bisschen Bäume kloppen. Ein bisschen Bäume kloppen. So, die nehmen wir mit. Kriegen wir alle mit. Ja, sehr schön.
Du. So. Oh, es fängt an zu regnen. Ist aber nicht schön. Hier mal einen hin. Und, oh, wir sind voll. Ist natürlich doof. Das kriegen wir trotzdem hin. Müssen wir nur die Sachen noch holen. Beziehungsweise eigentlich müssten wir hier die Bäume noch fällen. Wie irgendwie vor einer Sekunde gesagt. Aber wir sind ja nicht weit von zu Hause weg. Warte mal, welches? Das ist unsere Insel. Ja, da ist das Boot. Da sind wir so hier hergefahren. Ja, sehr cool. Dann würde ich an der Stelle sagen, speichere ich einfach nochmal. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Und ich halte euch auf dem Laufenden, wie wir es dann machen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, mit euch zusammen dann ein bisschen Stranded Deep zu zocken. Also macht's gut, meine Freunde. Bleibt gesund und munter. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, euer Bolle. Ciao, ciao.